So, jetzt kommt heute mal ein praktisches, fachliches Video. Und warum fällt bei mir in meinem Bitsatz heute ein Bit? Das ist der T30 und warum fällt der? Habe ich ihn verlavariert? Nein. Ich habe von meinem ehrenwerten Vater gelernt, Ordnung zu halten im Werkzeug. Ordnung ist eine deutsche Disziplin. Und Ordnung muss sein. Unordentliche Menschen sind einfach Schweine. Punkt aus. Aber über das rede ich nicht. Warum fällt bei mir heute ein Bit? Ich habe nicht verschlampt. Und ich habe auch nicht vernudelt. Die meisten Bit-Probleme rühren daher, weil man einfach für den falschen Schrauben den falschen Bit wählt. Das ist einmal die erste Ursache. Das heißt, man wählt einfach, man ist schlampert in der Wahl. Du steckst als erstes den Bit auf den Schrauben auf. Und wenn du möglichst wenig Spül hast, am besten gar keins, dann hast du den richtigen Bit gewählt. Das ist das Erste. Dazu gehört nicht Hausverstand, sondern einfach Geduld. So, das Nächste ist, du hast einfach einen schleißigen Bit von minderwertiger Qualität dir angeschafft. Dann werden die Bit oben auf die Köpfe einfach sehr schnell angenudelt. Auch ein Grund, minderwertige Qualität. Und der nächste Grund, der was am meisten verbreitet ist, dass man einfach den Akkuschrauber und die Schraube den Akkuschrauber mit dem Bit und die Schraube etwas schief ansetzt. Dann nudelst du den Bit da. Definitiv. Dann macht das so ein grausiges Geräusch. Das gefällt den Handwerker gar nicht. Der nächste Fehler ist der, dass du zu wenig Anpressdruck verwendest. Das heißt, du kannst ruhig den Winkel zwischen Bit und Schraube sollte quasi wirklich sehr gut passen, definitiv in einer Fluchtzeit. Aber wenn du zu wenig Anpressdruck verwendest, dann machst du auch wieder Grrr. Und Grrr bedeutet auch, ein guter Bit wird von der Qualität der guter Bit einfach angenudelt schnell. Das wollen wir nicht. Also, richtiger Winkel, richtiges Material, also richtiges Grundwerkzeug. Mit Makita und Busch machst du nie einen Fehler. Leg lieber ein paar Euro mehr drauf. Nimmst dafür einen Naselkoks weniger, dann kannst du ruhig an so einen Bitsatz leisten. Besseren, das ist Standardprogrammfirma. In einer fluchtigen, geraden Winkel, Anpressdruck, dann kann relativ wenig schief gehen. So, warum fällt aber trotzdem jetzt nur Bit? Es gibt auch Profis. Ich habe heute eine Photovoltaik montiert bei einem guten Bekannten von mir. Und natürlich der Schirmherr war natürlich hier ein Profi-Handwerker, der was einfach auch selbstständig ist und das schon Jahre macht. Und er hat einen Bit von mir zerstört. Aber auf professionelle Art und Weise. Als technischer Sachverständiger, wie gesagt, was es einfach der Ingenieursberuf einfach sein muss, schaut man sich natürlich jetzt den zerstörten Bit an und es war ein klassischer Wendeltreppen-Torsionsbruch. Was heißt, wenn du einen Wendeltreppen-Torsionsbruch beim Bit zusammenbringst? Das bringen nur Profis zusammen, definitiv. Also der Typ ist wirklich ein Profi. Was war sein Fehler? Er hat einfach einen sehr guten Akkuschrauber mit einem hohen Drehmoment. Wenn du jetzt extrem hohes Drehmoment hast und mit relativ wenig Durchmesser, musst du einfach ein geringes polares Widerstandsmoment hast, weil das polare Widerstandsmoment geht in der dritten Potenz mit dem Durchmesser einher, weniger mit dem Material, also mit dem Durchmesser, und du hast ein hohes Drehmoment, was der Schraube übertragt und du weißt, wie man einspannt, wie man Winkel ansetzt, wie man Anpressdruck richtig halt, hat. Auch wenn du ein gutes Material verwendest, aber du hast dann zu starkes Drehmoment eingestellt auf der Maximalstufe, dann hast du einen wunderbaren
sichtbaren, sauberen Torsions-Wendeltreppenbruch. Wunderbar. Also, Burschen, lernt ein Handwerk. Das ist ein goldener Buch.